Und, ist sie scharf? Nö, geht. Also irgendwie. Es zupft, es zieht, aber die Herle schneidet sich ganz ab. Ein bisschen. So ein paar gehen weg. Eine klein, handlich. Ist auch dabei zu mitnehmen, ne? Gucken wir mal, was sie macht. Was ist das für Holz? Ja, gerade aber schön. Ja, das ist jetzt Fichte, die ist jetzt 2 Jahre alt, das ist jetzt genau richtig eigentlich für einen Kamin oder Ofen. Zum Holzmacher. Zum Holzmacher ist das, ja, zum Spießele dann. Das ist schon wunderbar. Das ist Anfeuerholz. Wenn du das dann irgendwo im Laden kaufst, dann kostet das Netz kostet dann 3-4 Euro. Und hast 5 so Spießel in der Hand. So, das kannst krass, wenn sie im Supermarkt so fertig gehabt Holz verkaufen. Ja, nee, das siehst du, das kannst, wenn das ein bisschen angetrocknet ist, das startet ein Jahr. Und dann kannst du da wunderbar Spießel machen, das langt. Ja, damit kriegst du jedes 4A. Du musst es bloß gleich nur bringen. Die Fehler, die meisten immer machen, sind immer große Holzmucke, wegen Papier unten nicht. Aber so, ist doch Holz drin, ist doch Papier drin, das muss doch brennen. Und das siehst du das gerade wunderbar. Spritzelt ein wenig davor hier. Botanik. Und dann guckst du, dass du Holz kriegst ohne Äste. Dann geht das wunderbar. Ja. Jawohl. Das geht. Das gucken wir noch mit dem Großen. Das nächste Grillfeuer schon wieder die ganze Zeit. So viel. Ja. Wieso ist doch Sani? Also von der Form her, tut der Holzblock den darf nicht mehr, aber der ist hier. Der Schwein ist los. Aber an sich. Also praktisch irgendwie so. Nein, dann sieht man schön den Griff, eine schöne Form da unten. Der wird schön breit. Da liegt er schön in der Hand. Klassische Bogen mit dabei für eine Schnürle oder sowas, aber das, wenn du nicht irgendwie einen Gürtel tragen musst, dann stört so eine Schnur viel mehr. So kannst du mit dem Links schon schön machen, weißt du? Das Leder rum und einmal durch den Gürtel durch, dann kannst du den Gürtel tragen, weißt du? Es ist relativ klein eigentlich, aber es langt um die, alle die Klinge zu schützen und. Das kannst du einmal durch die Gürtel durch, weißt du? Einmal durch die Gürtel mal festmachen. Oder zwei Mal. Du kannst einen Gürtel sogar tragen. Ja, Gürtel oder im Rucksack hinten drin. Oder am Rucksack sind meistens so Schnalle dran. Also zum Schutz, dass du den Rucksack nicht durchschaut, sonst geht es dir irgendwann anders unter raus. Achtung! Sieht schön aus, schönes Holz. Ganz wichtig, dass es natürlich schön glatt geschliffen ist, dass du kein Spieß holst. Nur eingeölt, da brauchst du keinen Lack drin. Viele haben dann irgendwelche Lacks drüber, Pinsel, das muss überhaupt nicht sein. Die Klinge. Ja, die muss überhaupt nicht groß behandelt sein, weil nach 2-3 Mal, wo das Holz durch ist, die sowieso wieder blank. Das hat sich die Firma ja auf die Fahne geschrieben, dass sie ökologisch arbeitet, keine Chemikalien und Farbe verwenden für ihre Produkte. Macht aber auch Sinn, weil du brauchst es nicht. Brauchst du überhaupt gar nicht. Und normalerweise soll sie auch nicht im Regen liegen lassen. Und dann funktioniert das Jahrzehnte wahrscheinlich. Die haben auch große Spalten, das wäre so sicher. Ja. Ja, das ist schön. Das ist gut. Was natürlich auch schön aussieht, ist das, und alles, sondern nur die Klinge vorne schön geschliffen, alles andere sieht halt etwas roh aus, aber das ist der Schmiedezustand. Ja, ja, genau, das sieht doch, das ist mal gucken, cool. Bei YouTube gibt es ein cooles Video, einer war auf Urlaub in Schweden und hat gefilmt in der Schmiede, also ein riesiger Hammer-Schmiede. Mhm. Ach, das sieht schön aus. Passt gut dazu. So ein Spießele machen für unterwegs, einwandfrei. Handlich, kompakt, scharf. Natürlich hier auf dem Boden und alles andere als ergonomisch hier.
Ja, da merkst du das frische Ahornholz. Das ist wahnsinnig im Vergleich zu abgelagertem Fichteholz. Da kannst du anders drin hauen. Ist das ein Spaltachs oder? Nö, das ist eigentlich eine ganz billige Axt, die man im Baumarkt kriegt. Die nach einer halben Saison fliegt sie auseinander. Man sieht schon. Sprießeli gibt es schon. Was kostet so eine Standardachs aus dem Baumarkt? 10, 20 Euro, so ein Billigteil. Aber zum irgendwelche Sachen irgendwo reinklopfen, wo viele Äste drin sind und viele Nägel drin hast, so im Bauholz oder sowas, dann tut es die gleich wegen mir. Hast du den Wald dabei? Nein. Was hast du? Das ist eine Art gefährlich dabei. Was hast du im Wald dabei? Wald, oh, wie sie heißt, darf ich nicht fragen. Das ist nochmal schwerer, damit du den Baum umkeilen tust, dass du die Keil reintreiben kannst. Brauchst du eine Masse vorne. Also ich hätte an der Seite noch zusätzlich angeschweißte so Keile, damit wenn sie ins Holz reingeht, damit sie einfach schneller das Holz auseinanderfällt. Jetzt gucken wir nochmal das da an, das ist jetzt ein frischer Ahorn, was die Axt da damit macht. Da kannst du ein bisschen aufpassen, falls was wegspritzen kann, das bitte. Ja, mal gucken. Oh, wieder mit drin, ne? Das geht. Da merkt man es aber. Das ist halt um vieles schwerer, es ist noch richtig nasses Trief. Ne? Mal gucken, ob ich das noch trifft, das Schmale. Dann wird er auch eine Spaltachs, ne? Dass ich oben schön wieder auseinander baue. Ja, das ist der Vorteil, wenn sie dann so angeschweißte Keil haben. Also sie hat ja klein, da rutscht sie dann gleich mal raus. So, jetzt ist sie wieder durchgeknickt. Einmal, zweimal. Aber es funktioniert auch. Also wenn man so kleine Stückchen hat, funktioniert sie auch. Aber wenn man halt dann anguckt, wenn die Schneide vorne halt so breit ist wie das ganze Holz, da rutscht sie dann immer gleich mal raus. Da brauchst du einfach größere. Na ja, gut, dafür ist es auch nicht gedacht. Ne? Nee, also wenn du dann gleich ein älteres Holz hast, wenn du unterwegs bist irgendwo in der Botanik, dann musst du halt gucken, wenn du gleich einen abgestorbenen Baum hast. Und der schon länger liegt oder so. So dass einfach, da muss ja nicht nur trocken sein vom Wasser, sondern dass die Harze draußen sind. Das funktioniert das ganz einfach. Das ist ganz gut. Oh, sehr schön. Das hat auf eine alte Olive. Holzbrücke. Ja, über die Jahre hinweg. Auf dem habe ich schon. Ist das noch der alte von früher? Nee, aber über die Jahre hinweg. Trinkt halt gerade stirnseitiges Wasser rein und dann fault er halt weg. Das ist klar. Aber es ist das Beste zum Holzspalten. Schöne Höhe, frühgeschont. Und wenn die Klinge daneben geht, passiert hier nämlich nichts. Zack. Jetzt geht es hier längs rein. Gucken wir mal. So, rüber durch. Das macht sie quer zu der Faser. Ja, du brauchst zwei, drei Schläge. Da kriegst du schon quer auch durch. Mal alles einsammeln. So, jetzt haben wir genug Holz gemacht. Jetzt kannst du deine Vierle auch heizen damit. Jetzt haben wir schon grillt, super. Ja, verdammt. Jetzt müssen wir nochmal essen, verdammt. Okay. Kein Problem. Der Unterschied zwischen frischem Holz und abgelagern ist halt schon enorm. Jetzt mit dem kleinen Beil. Du musst dann schon gucken, dass du was Älteres nachbringst. Oder halt was Kleineres. Gut, unterwegs tust du schon keine Beinfehler mehr. Ja, wenn du halt wirklich ganz in der Botanik unterwegs wärst, dann halt dann was Älteres rangehst. Feuerholz, Heringe schnitzen. Mhm. So Kleinkrumm halt. Forelleköpfe. Das ist ja gerade mit Sicherheit auch damit. Da machen wir Sprieselige, ne? Wie so Timbersticks. Ja, genau, mal gucken, wie scharf es ist. Ob's, so aus, ja. Kann wirklich auf den Stift dran. Aber das könntest du mit der jetzt noch fast machen hier. Kannst schön damit anzünden. Kann man wirklich große Oberfläche schaffen? Das wäre dann richtig gezündet. Kannst du dann auch mit einem Stück Ast, wo schon fast
grün noch ist, eine groß genug Oberfläche hat. Ganz erstmal. Ja, ganz so schön sieht es jetzt nicht aus. Auf die Schnelle. Aber im Prinzip. Kann ich so mir eine Anzündhilfe machen. Kannst gerade der Oma mitgehen, kann sie. Wenn sie es wieder friert. So, der Holzofen anwerfen. Es geht dann schön die große Oberfläche da drin und das brennt relativ schnell. Ein Feuerzeug in der Tasche. Nee, aber wir können den Dings. Wir können den Feuerstahl ausprobieren. Ja, aber sind wir nicht lange dafür, oder? Ich habe meinen Zunder vergessen, verdammt. Ja. Wenn wir morgen probieren. Ich habe mir schön drei verschiedene Zunderarten zum Ausprobieren gekriegt. Machen wir morgen mal. Dann haben wir drei verschiedene Zunderdinger da testen. Auf den kann man schöne Feuer machen. Das tut so in Wachs getränkte Abschwingpads, in Vaseline getränkte Wattebäusche und dann noch so Maya-Bast. Also so Holzspäne, wo so brutal Wachs getränkt sind. Das macht sie, gell? Schau auf ihr Messer. Ja, da musst du jetzt halt wirklich immer gucken, dass sie dann schon fliegt, schon bevor du losgehst, dass sie wirklich schön scharf ist. Dass der die Schärfe ist natürlich halt alles. Da kannst du die teuerste, die beste Axt haben, wenn sie halt einfach stumpf ist. Das ist da halt nicht viel. Na so, oder? Das machst du halt mit einer großen Nummer, ne? Es ist halt ja. Also mit der geht es jetzt noch hier. Mit dem schönen Taschenmesserle. Ja, das ist natürlich angenehmer. Na, hast du es besser in der Hand liegen, wie jetzt eine große Axt. Aber sie ist schön hinter das Schmieder. Also, sie hat nirgendwo ein Grat. Sie liegt da auch gut in der Hand. Wenn jetzt ein Grat dran wäre, dann hätte ich da halt schon die Finger offen. Das ist gut. Das ist schön. Schnell gehen muss. Schnell rüber da. Bis jetzt habe ich keine Ahnung, was wir morgen machen. Schnell gehen muss hier, sind nicht alle. Ringsrum. Ringsrum. Dann sind wir. XXL Streichel so praktisch. Rudi. So, das sehen wir jetzt dann nochmal ganz schön. So, hier eine Billig-Bauhaus-Axt oder Baumarkt, sagen wir es mal hier. Und im Vergleich zu der hier. Man braucht kein Lack an der Axt vorne dran. Das ist völliger Blödsinn. Es geht alles weg. Über zwei, dreimal im Holz drin, dann geht es weg. Genauso wie hinten drauf, wenn man zweimal drauf klopft, ist es weg. Man braucht es nicht. Und die ist jetzt schon einige Jahre alt, sie rostet aber an kleinen Stellen. Wenn man sie zweimal durchs Holz zieht, dann ist sie auch wieder weg. Also ich brauche keinen Lack. Viel wichtiger ist die Passform zwischen Kopf und zwischen Holz und natürliches Holz. Man sieht es da, nach wenigen Schlägen geht das Holz hier auf, splittert sich. Und das ist dann, wenn man nachzieht mit der Hand, holt man sich da Spieße. Schnelle Reparatur mit Kleb. Dass es einfach nur mal hält. Da ist es immens wichtig, dass der Griff, dass das Holz schön ist. Da auch kein, also schön geschliffen, dass man keine Spieß holt. Leichtes Öl reicht völlig aus. Ich brauche da keinen Lack oder sonst irgendwas drauf, brauchen wir überhaupt nicht haben. Sondern die Natürlichkeit darf da gewahrt sein. Wenn man sich einigermaßen. Ganz anderes Holz geht. Ja, das ist. Das sieht man. Von der Strukturierung her, das wird höchstwahrscheinlich irgendwie Tanne, Fichte sein, weil es einfach billig ist, weil es schön hell könnte passen. Der Griff, Hickory. Das ist halt natürlich ein teureres Holz, ganz klar. Aber für den Sinn und Zweck natürlich
Na, lästig. Wenn man nachher draußen ist und ist drauf angewiesen und der Stiel splittert sich auf, dann bringt die ganze Axt nichts. Also von da, Flak verzichten, lieber der bessere Stiel anschaffen. Die sieht nach 10 Jahren sieht die immer noch genauso aus. Und immer dran denken, bevor es losgeht, schärfen. Jetzt bräuchten wir dann bloß noch die hier in XXL. Ja, die gibt es in aller Größe. Das ist, glaube ich, es gibt ein ganz kleines Handbein, eine kleinere. Und das ist, weiß ich mal, von unterher das drittkleinste. Und auch oben haben die auch. Oder sonst in Schweden wird ja auch viel Holz gemacht. Ja, da gibt es noch ein paar bei mir. Da haben sich drei verschiedene Spaltäxte, glaube ich, hoch bis, keine Ahnung, 3 Kilo Kopf oder sowas. Ja, ich finde, das ist schönes Holz. Ja, klar, da kann man die hier. Schönes, kleines Campingbeil. Grenzforst Brax, das Waldmarksbeil. Sehr schön. Wirklich eine schöne Axt. Da ist schon ein Schimmelpilz mit dran, ne? Mach mal die Erde weg. Ja, jetzt da reingehe, ja, da drückt er immer noch schön das Wasser raus. Das heißt, die Wurzel arbeitet immer noch? Ja, es geht ein paar Jahre, wo die Wurzel immer noch weiter versorgt. Da spritzt gerade immer noch die Flüssigkeit raus. Da musst du dann irgendwann mal die Wurzel ausgraben, die ist dann voller Fettwut. Aber ich glaube, Fichtewurzel sind nicht so gut dafür. Gell? Nee. Papa, darf ich kurz einmal? Da sind ja Viecher drunter. Ja, das ist aber keine Erde, sondern da hat sich halt einfach schon dieses... das Cambium, also zwischen dem Holz und zwischen der Rinde, ist das die Cambiumschicht, also die holzproduzierende Schicht da wieder. Die Haut. Und die hat sich da schon zersetzt. Ja, das ist dann schon Humus so langsam. Ja, ne? So, da sieht man die Wahnsinnslarven. Am Baum geht die Rinde ab. Da finden wir schön was für die Buschkrafter. Ne? Eiweißreich. Ja, lecker. Darfst du anfangen? Ich bin Vegetarier. Oh, die macht sich dünn, unser Esser haut ab. Ja, da sieht man auch schön. Der ist abgestorben und schon ist der Borkenkäfer rein und hat die ganze Gang gemacht. Jetzt löst sich natürlich die Rinde ab. Dann hat er auch keine Chance mehr. Jawohl, Schnecke. Häppchen von zwischendurch. Nein, okay. Da sieht man auch schön hier. Ganz klassisch die Bohrlöcher vom Borkenkäfer. Da sind sie dann überall zuerst rein, haben sich vermehrt. Die zwei, das weibliche und das männliche Borkenkäferle. Garnei und in der sogenannten, das klingt ganz lustig, in der Rangelkammer. Ja, da dementsprechend wird dort und dann produzieren die Eier. Und dann kann es gut möglich sein, dass sie da bis zu 100 Nachkömmlinge produzieren. Und wenn man dann denkt, da gehen so 100 Borkenkäfer an so einen Stamm ran. Wann machst du den jetzt? Und dann ist der Stamm natürlich etwas geschwächt. Nicht mehr viel übrig von der gigantischen Fichte. Ja, die Fichte hatte insgesamt quasi 32 Meter hoch. Hatte oben 7, dadurch, dass er wahrscheinlich einen Blitzschaden hatte vor 60, 80 Jahren her, hat sie 7 neue Dolder entwickelt und eine Gesamtmasse mit allem drum und dran. Ursprünglich hatte sie 10 Tonnen. Jetzt ist sie seit 3 Jahren, musste sie den Bauten hier allem auch weichen. Hier steht der Stamm seit 3 Jahren, der ist jetzt mittlerweile am Trocknen. Die Rinde blättert weg. Das ist denn im Stehe hier trocken oder was? Ist praktisch stehend abgelagert, ja, aufgrund des Platzes, weil der gefällt ist auf Meter und gespalten. Gibt es natürlich einen Mordsberg. Aber die nächstes Jahr wird er auch dran glauben müssen. Wie machst du denn? Scheibe runter. Scheibetaktik. Nö, der ist jetzt klein genug, der wird im Stück dann voll. Aber bis jetzt war es dann so, dass man mit Seilklettertechnik hoch und dann von oben Stück für Stück runter machen mussten. Klar, Häuser außenrum
das Ganze, du konntest nirgendwo 32 Meter mit in der Stadt irgendwo längs hinlegen. 32 Meter. Das ist natürlich etwas schwieriger. Und wenn man da nach rechts rüber guckt, da ist dann 8 Meter neben dran das nächste Haus. Das sollte da stehen bleiben. Das hätte aber ein schönes Sonnenfenster geben dann. Na, da gäbe es oben ohne. Naja. Und man sieht schon, so nach 3 Jahren, wenn man ein bisschen weiter nach rechts um den Stamm rumgeht, sieht man schon den ersten Schwamm. Die erste Schwämme kommen, gell? Muss ich da. Mal gucken, ob man das rankriege. Niederlassen, das mitten in der Stadt eigentlich. Das ist schon interessant, die Natur holt sich wieder zurück. Wo ist er? Da ist er. Der ist noch relativ klein, aber. Da wächst einer, ja. Ja, die können richtig tellergroß werden, ohne Problem. In der Höhe würde er lang überleben. Wir sind jetzt hier gute vier Meter. Da könnte er gut lange überleben, aber ja, irgendwann ist der jetzt ja auch weg. Unten der untere Stammdurchmesser von über einem Meter. Da brauchen wir dann auch etwas eine größere Säge, dass wir den da unten so, kriegen. Größere Säge, hier, Grenzvorbrax. Ja, da kannst du einen Wettkampf draus machen. Das wäre eine Herausforderung. In dem Timersport, wenn sie dann hier draufgehen und den innerhalb von Sekunden umhauen. Das ist doch geil, wenn sie hier diese Pflöcke reinhauen, auf die sie dann draufstehen und dann in 2 Meter oben dran anfangen sägen. Ne? Wir haben halt einen Schlüsselanhänger, die haben halt eine Kettensäge am Schlüsselanhänger. Ne? Hey, sehr brutal, Timbersports. Aber an dem brauchst du ein bisschen länger, bis du den durchhättest. Da ist halt ein Draufbaum sozusagen, der hat die Äste bis runter. Also Patrick, wir fangen jetzt dann schon mal an mit deinem Äxtel hier. Ja, die Rinde kriegst du mit runter. Du hast ja gesagt, mir soll sie richtig rannehmen. Ne? Dann machen wir hier mal Kleinholz aus dem Bäumchen hier. Aber ich glaube, das wird sie auch noch schaffen, wenn du lang genug Zeit hast. Ja, du, ich denke, deine Muskulatur wird davor schlapp machen, Vorderachse. Ja, irgendwann wird mal der Arm lahm werden und dann wirst du keine Lust mehr haben. Das wird vorher passieren. Ich glaube, die Axt wird das schon überstehen, aber der Mensch nicht. Erstmal so. Jawohl, das war jetzt also wieder genug. Aus dem Garten. Mit einem schönen Campingboy. Eigentlich eher verdrossen wie hier für solche Holzarbeiten. Damit kann man sich hier schön das Feuerlagerholz machen und im Notfall Zeltheringe. Jetzt müssen wir aber Schluss machen, weil mir geht hier gleich der Kamera-Akku aus. Also Leute, in dem Sinn, haltet eure Beile schön scharf. Wir sehen uns bei YouTube wieder. Ciao.